und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker und wir befinden uns in unserer Baronie-Übersicht, wo wir jetzt erstmal ein wenig das Ganze vielleicht... Ah, guck mal hier. Da haben wir die Ereignisse, von denen eben geredet wurde, die Regionen den Stadtrand beanspruchen, den Stadtrand zum Teil deines Königreichs erklären. Okay, Ratgeber. Ah, oh Gott, ich hab Angst. Karte. Oh, ah, guck mal hier, jetzt haben wir die große Karte. Ach, hier hinten ist auch noch was. Oh Gott. 1000 Stimmen? Die Region kannst du künftig beanspruchen. Okay. Ich, Randgebiete. Eine Region der Raublande, die an Brevoy grenzt. Es gibt dort weniger Monster als in den Wäldern oder Marschen, dafür aber zahlreiche Banditen. Seit langer Zeit ist Oleg Levitons Handelsposten die einzige Bastion der Zivilisation in diesem unwirtlichen Gebiet. Du kannst diese Region beanspruchen. Oh, ich kann mich also schon ausbreiten, mein Land ein bisschen vergrößern, das finde ich höchst interessant. So, unsere Ratgeber. Was haben wir denn hier? Wir haben hier den Regenten, wählt einen Berater für diese Stellung. Der Regent, die Regentin sorgt dafür, dass Beschwerden und Sorgen der Untertanen bei ihrem Herrscher Gehör finden und dient als Bindeglied zwischen dem Baron und dem Volk. Wählt einen Berater, aha, okay. Berater handeln nach ihrer Stellung in der Regierung, nach ihrem Glauben und ihrer Gesinnung. Wen können wir dafür auswählen? Octavia und Valerie? Natürlich mein Regent auf jeden Fall. Valerie ist immer bestrebt, sich an die Gesetze zu halten. Die absolut beste Regentin, die wir uns vorstellen können. So. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt haben wir natürlich, als General können wir sie jetzt nicht mehr einsetzen. Das wäre auch so meine Idee gewesen. Aber dafür habe ich noch einen im Hintergrund, den ich dafür eventuell wählen könnte. Der Ratgeber oder die Ratgeberin kümmert sich um die Sorgen der einfachen Leute und hilft, Streitigkeiten um Land und landwirtschaftliche Angelegenheiten zu klären. Dieser Berater sorgt dafür, dass die Bürger dem Thron gegenüber loyal bleiben. Das ist die perfekte Wahl. Für Tristian sind die Menschen am wichtigsten. Großartig. So, Generalin. Die Generalin ist der ranghöchste Offizier in der Armee der Baronie und für die Bewachung der Grenzen und den Schutz des Reiches verantwortlich. Kassil ist immer bestrebt, denen zu helfen, die in Not sind. Amiri bevorzugt die direkte Herangehensweise. Regongar ist hitzköpfig und direkt. Ich hätte hier gerne den Hauptmann eingesetzt, aber das kann ich anscheinend nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber, ja, als General, denen zu helfen, die in Not sind, das scheint mir die richtige Vorgehensweise zu sein. Deswegen werde ich Kassil Aldori wählen und nicht Amiri, die als General, ja, sie ist nicht die beste Taktikerin, weil sie geht halt einfach immer sofort aufs Ziel los. Kassil Aldori wird mein General werden, vorerst. Unser Kämmerer. Die Pflicht des Kämmerers oder der Kämmerin ist es, die Säckel der Baronie gefüllt zu halten und darauf zu achten, dass das Gold weise ausgegeben wird. Dafür haben wir aktuell niemanden. Das ist schade. Und den Hohepriester. Dafür können wir J oder Harim nehmen. Harim bevorzugt ungewöhnliche, aber effektive Lösungen. J tut sein Bestes, um Probleme zu lösen, ohne die örtlichen Traditionen zu verletzen. Würde ich jetzt eigentlich auch eher J nehmen, oder? Ich muss mal gerade gucken, hier unten, was kann ich denn hier... Ich habe ihn noch... Ach, die sind noch gesperrt. Ah, okay, ich verstehe. Oder? Nee. Lindsay wäre noch da. Hier ist noch einer, den ich nicht kenne. Und er ist ja eigentlich auch noch da. Also von daher, wir wählen dafür mal J. Kafkin. Auch wenn Harim plus 4 geben würde. Aber J... Ich habe ja gesagt, wir wollen uns bei unserer Herrschaft nicht gleich damit unbeliebt machen, dass wir den Leuten sagen, dass jetzt ganz andere Traditionen herrschen, sondern wir halten uns natürlich an die Traditionen der einfachen Bürger und der Leute, die hier leben. Deswegen wird J mein Hohepriester. Tja, einen Kämmerer können wir gerade nicht einstellen, das ist auch in Ordnung. Regionen, wir können... ich muss mal gerade die Spielwette schauen. Ach so, okay. Ach, Wirtschaft, okay. Staatseinkommen. Na gut. Wir haben 450 BP, 32 BP bekommen wir pro Woche dazu. Minus 3 Steuer, plus 30 Brevoy-Subventionen. Oh, okay. So, den Stadtrand beanspruchen. Das möchte ich natürlich tun. Ja, den Stadtrand zum Teil deines Königreichs erklären. Wähle einen Berater, der sich um dieses Ereignis kümmern soll. Berater handeln nach ihrer Stellung. Ja. Wer soll sich denn darum kümmern? Tristrian oder Valerie?
Eigentlich würde ich eher Valerie damit beauftragen, denn sie scheint mir da die Richtige zu sein, um unsere Ansprüche in diesem Gebiet umzusetzen. Dort sind ja auch relativ viele Banditen vor Ort, deswegen Projektkosten 150 BP. Ja, okay. Gehe hin und verkünde unser Gesetz, Valerie. Okay, da gehen wir oben eben die Tage verschwunden. Oh, der Geburtstag unseres Charakters ist gerade gewesen. Du kannst neue Regionen beanspruchen, um dein Territorium zu erweitern. Öffne den Reiter Regionen auf der rechten Bildschirmseite und wähle das entsprechende Projekt am unteren Bildschirmrand. Hallo, ich wollte noch lesen. Einer der Werte deiner Baronin hat 20 Punkte erreicht. Es wird Zeit, dass du seinen Rang erhöhst. Triff dich zunächst mit deinem Anführer und besprich die Zukunft des Staates. Kehre dazu in die Hauptstadt zurück und klicke auf die Schaltfläche der jeweiligen Ereigniskarte im Thronsaal. Egal welche Entscheidung du triffst, vergiss nicht, dass deine Anführer diese unter Umständen missbilligen. Ist der aktuelle Anführer der Ansicht, dass du zu viel diskutierst, kündigt er für immer. Wenn du mit einem Anführer gesprochen und eine Entscheidung getroffen hast, wird ein neues Königreichsprojekt verfügbar, das einen Wertrang erhöht. Du findest es im Reiter Projekte unten in der Bildschirmmitte. Dein Anführer und du benötigen 14 Tage, um das Projekt abzuschließen. Die Zeit wird automatisch beschleunigt, bis das Projekt abgeschlossen ist. Der Stadtrand ist jetzt Teil unseres Königreichs. Sehr schön. Und die Loyalität ist auf 20 gestiegen. Und welcher Rat? Ah. Tja, und schon sind wir das Größte. Schon sind wir das Größte, die größte Baronie in der Gegend, glaube ich. Es gibt, glaube ich, aktuell keine größere. Nö, es gibt keine größere. Sehr schön. Unser Loyalitätsratgeber ist, glaube ich, eher hier, ne? Ja, dann müssen wir gleich mal mit Tristrian reden. Können wir mit ihm abkaspern, was denn so. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baron. Der Geburtstag des Barons ist ein besonderer Tag für unsere junge Nation. Dank ihm konnten wir die Raublande beanspruchen und ein neues Land in Golarion gründen. Heute ist ein Tag, an dem wir unsere Sorgen vergessen und ausgelassen feiern. Heute ist ein Tag, an den wir uns erinnern werden. Yamandi Aldori hat ihre besten Schwertfürsten gesandt, um an einem freundschaftlichen Kampf teilzunehmen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Das wird zweifellos ein wahrer Augenschmaus. Oh. Ja, ich werde überschüttet mit Informationen. Du musst mit deinem Berater über wichtige Angelegenheiten sprechen, das ist okay. Triumph, die Feierlichkeiten waren spektakulär. Jeder hat an den Festlichkeiten teilgenommen, vom Bauern bis zur Gefolgschaft des Barons. Gemeinschaft, Militärbeziehungen und 20 PP habe ich auch bekommen. Vielen Dank dafür. Schön, dass Sie meinen Geburtstag gefeiert haben. Ich habe nämlich darauf geachtet, ne? Wir hatten den 28. ausgewählt. Hat mir schon überlegt, ob da vielleicht irgendwas möglich sein würde und das hat es jetzt auch gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich das irgendwie dauerhaft wegmachen? Nee, muss ich auch nicht. Der Rat wartet im Thronsaal. Ein Ratgeber möchte über ein dringendes Anliegen sprechen, das in die Zukunft der Baronie betrifft. Harim hat eine Bitte. Ja, reden wir erstmal über die Zukunft der Baronie. Besucht den Thronsaal. Oh, ich sehe schon, es gibt so viel zu tun und so viele Möglichkeiten, die wir haben. Da werden wir uns noch ein bisschen durcharbeiten müssen. Ich habe das jetzt auch noch nicht ganz verinnerlicht, was es da zu tun gibt und was es da zu machen gibt, aber das kriegen wir schon hin. Tristrian senkt den Kopf. Seid gegrüßt, Baron. Verzeiht, dass ich euch von euren anderen Angelegenheiten ablenke, aber eure Untertanen brauchen euch. Als die Raublande vom Hirschkönig befreit wurden, ging ein Seufzer der Erleichterung durch das Volk. Aber viele sind durch den raschen Wandel immer noch verwirrt. Ganz ehrlich, sie wissen einfach nicht, was sie von ihrem neuen Baron halten sollen. Oder was von euch zu erwarten ist. Werdet ihr ein gerechter Herrscher für alle sein oder nur für die mit Wohlstand und Rang? Lasst uns eure Untertanen beruhigen. Zeigt ihnen, wo eure wahre Gunst liegt. Eine kleine Feier würde sie bestimmt für euch gewinnen. Ihr könntet das gleiche Geld natürlich auch für ein feudales Festmahl zugunsten der Reichen eurer Baronie ausgeben, aber ich empfehle ein Fest für das gemeine Volk, jenen, auf deren Schultern eure Macht in Wahrheit ruht. Und genau deswegen haben wir Tristrian als Berater in dieser Angelegenheit, denn er hat vollkommen recht. Die wahre Macht eines Herrschers beruht nicht auf den 7 oder 8 Hanseln, die in seinem Thronsaal sitzen und ihm beraten oder die ein großes Schloss haben oder sonst irgendwie, sondern die wahre Macht eines Anführers liegt in den vielen, vielen, vielen Leuten, die ihm folgen und die alles tun, was notwendig ist, um der Gemeinschaft zu helfen. Das heißt, eigentlich sind wir, in dem Fall der Baron, derjenige,
der im Auftrag dieser Leute handelt und das Bestmögliche für sie rauszuschlagen versuchen sollte und nicht für diese kleine Clique von Leuten, die sich adelig nennen, aber eigentlich nichts beitragen können. Denn seien wir mal ehrlich, wenn der Bauer aufhört, sein Feld zu bestellen und wenn der Schreiner keine Möbel mehr herstellt, wenn der Steinmetz keine wundervollen Säle mehr macht, wenn der Töpfer keine Krüge mehr herstellt, was machen dann die Adligen? Dann sitzen sie auf dem Trockenen, dann haben sie nichts zu essen, nichts zu wohnen, dann haben sie gar nichts mehr, weil sie selber alleine können das alles nicht. Die Aufgabe der Adligen ist es, mehr oder weniger die Geschicke eines Landes so weit zu führen, dass es den einfachen Leuten gut geht. Und einfache Leute ist da eigentlich schon das falsche Wort, denn es sind keine einfachen Leute. Wir haben alle, ja, ich sag mal, unsere eigene Aufgabe. Und der Aufgabe kommen wir nach. Unsere Aufgabe ist es, Sicherheit zu garantieren und dafür zu sorgen, dass alles in richtigen Bahnen läuft. Die Aufgabe der Bauern ist es, das Feld zu bestellen, die Aufgabe der Schreiner, Möbel herzustellen und so weiter und so fort. Und nur wenn alle dieser Aufgabe nachkommen, kann so eine Gemeinschaft auch wirklich aufblühen. Denn wenn einige denken, sie wären unentbehrlich und viel besser als alle anderen und deswegen alle anderen knechten, dann haben wir ein Problem, denn tja, selbst wir sind nicht unentbehrlich. Wenn die Bauern nämlich aufhören, die Felder zu bestellen, dann müssten wir das selber machen. Und dann hätten wir ein kleines Problem. So, genug philosophiert, es tut mir leid. Wir werden natürlich ein Fest für das gemeine Volk veranstalten. Es soll wissen, dass es mir sehr am Herzen liegt. Tristrian lächelt warm. Wir werden eine gemeinsame Feier abhalten, zu der jeder willkommen ist. Auch die Armen und Geknechteten. Das ist das größte Geschenk, das ein Herrscher seinem Volk machen kann. Ja, denn wir sind alle eine Gemeinschaft. Wir stehen alle zusammen und wir versuchen alle gemeinsam hier draus das Beste zu machen und damit wir alle davon profitieren und nicht nur eine kleine Gruppe. Gemeinschaft plus zwei, Kultur plus zwei. Sehr schön. Harim macht ein verlegenes Gesicht. Er fährt sich mit den Fingern durch seinen Bart, räuspert sich einige Male und sagt schließlich: Ich habe gehört, nicht, dass es wichtig wäre, aber also... Er räuspert sich noch einmal. Ich habe gehört, dass eine alte Handelsstraße der Zwerge aus dem Fünfkönigsgebirgen durch diese Gefilde führt. Ich weiß nicht, was ihnen zugestoßen ist oder wohin sie gegangen sind. Die Zeit ist unerbittlich und verschont niemanden, aber die Straße selbst gibt es noch und möglicherweise nicht nur die Straße. Harim hält seinen Bart fest. Nun, Ulrik, ich habe eine Bitte. Solltet ihr in der Gegend auf Zwergenruinen stoßen, würde ich sie gerne mit eigenen Augen sehen. Natürlich, Harim. Falls ich irgendwelche Zwergenruinen finde, führe ich euch zu ihnen. Das ist, also ich meine, er hat ein Recht darauf, das zu sehen. Danke, Ulrik. Danke. Ich weiß zwar jetzt noch nicht so genau, warum er dahin möchte, aber er hat ein absolutes Recht darauf. Och, was denn noch alles? Euer Gnaden, ich war kürzlich bei Olegs Handelsposten und sah dort den alten Bocken untätig und zu Tode gelangweilt herumstehen. Das ist überaus bedauerlich. Der alte Grieskram ist schließlich ein äußerst sachkundiger Alchemist. Da die Einheimischen kaum mehr als einfachste Heiltränke benötigen, liegen seine Fähigkeiten derzeit allerdings brach. Und dann ist mir eine Idee gekommen, warum stellt ihr ihn nicht als euren Hofalchemisten ein? Seine Gebräue und Tinkturen wären euch mit Sicherheit äußerst nützlich. Außerdem wäre es vermutlich billiger, als sie bei ihm oder irgendeinem anderen Händler zu kaufen. Ja, macht Sinn. Könnte man ihn mal fragen, ob er das möchte. Klicke auf den Tisch vor dem Thron, um das Menü der Baronieverwaltung aufzurufen. Ja, das ist mir jetzt auch schon mittlerweile klar. Da steht J, Keston Garrus. Den wollte ich eigentlich zum Hauptmann machen. Keston nickt dir zu, hält kurz inne und macht dann eine unbeholfene Verbeugung. Wenn ich euch ein öffentliches Amt anbieten würde, welche Aufgabe würde euch zusagen? I believe I can manage to uphold the law. Being a warden would suit me well. Das mag ich so an ihm. Er ist halt sehr bescheiden. Er sagt, er würde gerne eine Wache sein. Und wir haben darüber nachgedacht, ihn zum General zu machen. Aus welchem Grund wurdet ihr verbannt? Ich denke, ich habe mittlerweile ein Recht, das zu erfahren. Fair enough. For a Garrus, the prosperity of the house and the honor of the name stands above all else. And I was betrothed to a widow from another noble house. This union was of great importance to the family. Das kennen wir doch schon. 3 months before the wedding, I met a commoner girl, gentle and pure, and we fell in love. I would have rather died than leave my Tanya. So I decided to break off the engagement with my noble bride. I could never have expected what would follow.
Ich erinnere mich, wir hatten das Gespräch mit ihm in der gleichen Karte, wo Smolderburn unterwegs ist. My father was furious. I'd set a pointless love affair above the interests of the house. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Das muss ich nicht nochmal hören. Aber danke, dass du es mir nochmal erzählt hast. Vielen Dank. Gut, dass du auch überspielt hast, dass ich nicht wusste, dass ich dich das schon mal gefragt habe, lieber Kesten. Vielen Dank dafür. Cassil Aldori, der wie immer elegante, formelle Kleidung trägt, begrüßt dich mit einer höflichen Verbeugung. Euer Gnaden. Ich wüsste gerne mehr über euch. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten zu sein, euer Gnaden. Cassil verneigt sich höflich. Erzähl mir doch mal was über deine Herkunft. Ich wuchs alleine auf den Straßen von Restov auf. Ich weiß nichts über meine Eltern. Es ist allerdings mehr als wahrscheinlich, dass mich meine Mutter einfach loswerden wollte. Vermutlich hat sie mich als Säugling in irgendeiner Gasse zurückgelassen. Und ich denke, ich habe kein Recht, ihr deshalb Vorwürfe zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich überlebt habe. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mich in irgendeinem Hinterhof geschlichen habe. Ich muss damals 3 oder 4 gewesen sein und versuchte, eine Katze ihr Futter zu stehlen. Cassil lächelt traurig. Ein Halborg unter den Adligen von Brevoy ist eine echte Seltenheit. Lady Jamandi Aldori selbst hat mich in die Familie geholt. Sie hat mich auf der Straße aufgelesen, als ich ungefähr 14 war. Ich hatte damals gerade eine Auseinandersetzung mit den Wachen irgendeines Lords. Ihr Herr hatte auf höchst unangemessene Weise den Wunsch geäußert, mich mit seiner Wolfshündin bekannt zu machen, damit ich mit ihr Nachwuchs zeuge. Cassils Mundwinkel gehen leicht nach oben und sein Gesichtsausdruck wird beinahe finster. Ansonsten zeigt er keine Gefühlsregung. Ich war gelinde gesagt im Nachteil, als ich plötzlich einen Lichtstrahl auf einem Schwert aufblitzen sah. Was als nächstes geschah, ging zu schnell, als dass ich es hätte verfolgen können, aber am Ende lagen meine 3 Peiniger auf dem Boden und eine Frau stand über ihnen. Sie wandte sich dem Lord zu und fragte ihn kalt: "Und was genau macht ihr hier?" In Cassils Stimme schwingt eine aufrichtige Ehrfurcht mit. Ich hatte einen Adling aus Restov noch nie so verängstigt gesehen, aber er verhielt sich beinahe ehrfürchtig. Und dabei war dieser Lord ein enger Vertrauter des Bürgermeisters. Ich hatte damals keine Ahnung, wer diese Frau war, aber ich konnte einfach nicht anders, als ihr hinterherzulaufen. Nun, ehrlich gesagt, war es eher ein Humpeln. Und sie anzuflehen: "Unterrichtet mich, bitte unterrichtet mich." "Und wie ist es für euch unter Menschen zu leben?" "Es ist nicht leicht, euer Gnaden. Ich bin in Restov aufgewachsen und kenne kein einziges Wort der Orksprache. Ich habe mein gesamtes Leben dem Ziel gewidmet, mich des Namens Aldori als würdig zu erweisen. Dennoch bin ich für die meisten Leute in erster Linie ein Halborg. Alles andere ist zweitrangig. Als ich noch jünger war, hat mich das wütend gemacht. Aber mit zunehmendem Alter habe ich gelernt, mein Schicksal zu akzeptieren. Soweit es mich betrifft, bin ich einfach nur Cassil. Ein Straßenkind aus Restov, das ein Schüler der Schwertfürstin Jamandi Aldori wurde. Nicht mehr und nicht weniger." Ich muss mit euch über Politik und Belange der Baronie sprechen. Wie kann ich euch zu Diensten sein, euer Gnaden? Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Aldori und dem Königshaus der Surtovas?" Cassils Gesichtsausdruck bleibt gelassen, aber er spricht langsamer und bedächtiger. "Die Surtovas und die Aldori sind unterschiedlich, was ihr Wesen und Temperament betrifft. Sie sind wie Wasser und Stein, wie Schlange und Adler. Als Koral der Eroberer in unsere Länder kam, versuchten die Surtovas nicht einmal, sich zu wehren. Sie gaben ihre Krone einfach auf, im Tausch gegen Machtpositionen am neuen Hof und Sicherheit für ihre Ländereien. Das ist im Grunde genau das, was sie uns auch vorgeschlagen haben. Die Aldori zogen in den Krieg und verloren. Ich wage nicht einmal zu sagen, verloren nach tapferem Kampf. Die Verluste, die die Armeen Rostlands durch die roten Drachen von Koral dem Eroberer erlitten, waren... Nun, es war ein Gemetzel. Eine vernichtende Niederlage. Ein kaum wahrnehmbarer, finsterer Ausdruck zeigt sich in Cassils Gesicht. Selbst nach 2 Jahrhunderten haben sich die Aldori und Rostland noch immer nicht vollständig davon erholt. Wir haben 2 Jahrhunderte lang um unser Überleben gekämpft, während die Surtovas aufblühten und an der Seite des Throns immer stärker wurden. Es erübrigt sich zu sagen, dass sich die Beziehungen zwischen uns nicht verbessert haben, nun da König Noleski Surtova und seine Schwester Natala über Brevoy herrschen. Die Surtovas fürchten die Aldori und die Aldori vertrauen den Surtovas nicht. Vielmehr gibt es über das derzeitige Verhältnis zwischen unseren Häusern nichts zu sagen.
Also wie vermutet, die Sotovas sind die alteingesessenen Adligen, die sich ob ihrer Position und ihrer Privilegien relativ schnell wechselnden Bedingungen einfach beugen. Und die Aldori scheinen mir doch diejenigen zu sein, die ihren Prinzipien folgen. Und was könnt ihr mir über die Flusskönigreiche erzählen? In früheren Zeiten waren sie kaum mehr als ein Banditennest. Und offen gesagt hat sich das bis heute nicht wirklich geändert. Kassil runzelt missbilligend die Stirn. Von allen Königreichen ist Pitax wohl das Interessanteste. König Irovetti ist zu schnell und zu leicht an die Macht gekommen. Ich würde euer Gnaden raten, größte Vorsicht im Umgang mit ihm walten zu lassen. Ja, das haben wir schon deswegen rausgefunden, weil wir ja mit einem pitaxianischen Spion zu tun hatten. Ihr wisst bestimmt viel über die Geschichte Brevois und seiner Nachbarländer. Kassils Augen beginnen zu strahlen. Ich habe in Restorf beinahe ebenso viel Zeit mit dem Studium geschichtlicher Aufzeichnungen verbracht, wie mit den Schwertübungen. Worüber wollt ihr reden, euer Gnaden? Ich wüsste gerne mehr über die frühe Geschichte von Brevoy. Diese Geschichte ist mit Blut geschrieben, vor allem mit Aldori-Blut. Brevoy bestand ursprünglich aus zwei unabhängigen Ländern. Das Haus Sotova herrschte über Issia und die Aldori regierten in Rostland. Sie waren keine friedfertigen Nachbarn. Das Erdreich in Issia war nicht fruchtbar genug, um die Bevölkerung zu ernähren, und seine Bewohner waren zu grausam und stolz, um einfach mit anzusehen, wie ihr Nachbarland gedieh. Ich würde wetten, an den nördlichen Wällen von Restorf finden sich noch immer Spuren, die die Soldaten der Sotovas dort in früheren Zeitaltern bei ihren regelmäßigen Angriffen hinterlassen haben. Es war Koral Rogarvia, später bekannt als Koral der Eroberer, der all dem ein Ende setzte. Er zwang beide Reiche in die Knie, nur dass eine Seite bereitwillig kniete, während die andere zuvor einen verheerenden Preis bezahlte. Erzähl mir mehr von den Schwertfürsten. Ich könnte tagelang über die Schwertfürsten reden, aber ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, um euer Gnaden nicht zu langweilen. Unsere Geschichte reicht bis in alte Zeiten zurück, in denen Rostland und von Baron Sirian dem Ersten regiert wurde. Er war als streitlustiger Duellant bekannt, allerdings längst nicht so fähig, wie er selbst dachte. Nachdem er den Anführer einer örtlichen Bande zu einem Kampf herausgefordert hatte und diesen verlor, floh er vor seiner Schande, indem er ins Exil ging. Aber das war nur der Anfang. Niemand weiß, wohin Sirian ging, doch einige Jahre später kehrte er völlig verändert nach Rostland zurück. Er forderte den Banditenanführer zu einem weiteren Duell heraus und besiegte ihn mit Leichtigkeit. Dann sprach er eine offene Herausforderung aus. Jeder, dem es gelänge, ihn zu schlagen, würde dafür großzügig belohnt werden. Anschließend verging kein Monat, in dem sich Sirian nicht immer neuen Herausforderern gegenübersah. Berühmte Kämpfer und erfahrene Krieger kamen und gingen, doch keiner, nicht ein einziger, konnte den Baron besiegen. In diesen Jahren nahm Sirian seinen neuen Namen an, Aldori. Die meisten Leute zogen es jedoch vor, ihn einfach den Schwertbaron zu nennen. Der Baron war also der erste Schwertfürst? So ist es. Er vermachte seinen Erben die Geheimnisse seines Duellstils und den Namen Aldori. Seitdem wird der Name gemeinsam mit dem Titel Schwertfürst von Meister zu Schüler weitergegeben. Die Aldori sind sowohl eine Familie als auch eine Gemeinschaft. Die Schwertfürsten unterrichten zwar für gewöhnlich ihre eigenen Kinder, aber viele von uns wurden auch von außerhalb in die Familie geholt. Und gelegentlich findet sich unter diesen Schützlingen sogar der ein oder andere Halborg. Kassil deutet eine Verbeugung an. Ja, das haben wir ja schon gemerkt. Wie gefällt es euch, General zu sein? Kassil verneigt sich. Ich danke euch für euer Vertrauen in mich. Ich werde mein Bestes tun, um mich dessen würdig zu erweisen. Vielen Dank. Na gut. Ich sehe es voraus, wir werden sehr viel Zeit in diesem Raum verbringen und sehr viel zu tun haben mit unserer neuen Herrschaft, die wir hier erreicht haben. Wir haben uns ja schon ein bisschen ausgebreitet, wie das jedes rechtschaffend böse Reich tun sollte. Und haben quasi die Grenzen der Stadt für uns beansprucht. Damit gehört jetzt auch der Handelsposten zu unserem Königreich oder zu unserer Baronie. Ich will nicht zu voreilig sein. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde das aktuell sehr, sehr spannend. Es gibt einen ganz neuen Aspekt in so ein Spiel. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch alles ergeben wird. Aber gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, ja, ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.